Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video! Boah, wir sehen beide schlimm aus, das müssen wir wirklich zugeben. Wir haben gerade auch vor dem Video gesagt, wie scheiße wir aussehen. Aber es lohnt sich, weil wir fahren jetzt nach Köln, zu Wellnest. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Erst zu Meckes, dann zu Wellnest. Wellnest ist, da haben wir so eine Wellness-Suite für uns auf jeden Fall. Habe ich mit Zoe noch nie gemacht. Komisch, mit seiner Mutter da reinzugehen, ne? Hey, wir können auch mal zusammen chillen. Ja, ich weiß, aber so eine Wellness-Suite, das machen wir eigentlich mit dem Partner. Kann man aber auch mal mit der Tochter. Mutter-Kind-Tag. Mutter-Tochter-Tag. Girls' Day. Nennen wir es Girls' Day. Ja, ich muss sagen, auf das Konzert freue ich mich ein bisschen ticken mehr. Ja, okay. Aber jetzt gleich einfach mal chillen. Ja. Ich glaube, wenn du es gleich siehst, wird anders krass. Ja. Ganz kurze Eilmeldung. Kann man auch Netflix? Ja, ich glaube, alles ist da. Boah, wie cool. Aber ganz kurze Eilmeldung. Zoe hat mir gerade was erzählt. Erzähle schnell. Tanja und Julienko haben sich getrennt, Leute. Ich lese das jetzt vor, aber jetzt das... Nicht hier. Okay, ganz kurz. Krasse Sache. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber so ist das bei manchen Dingen im Leben. Damit rechnet man einfach nicht. Wir stecken da nicht hinter. Wir sehen im Internet nur das, was uns gezeigt wird. Und ja, ich hoffe trotzdem, beide sind glücklich, finden ihr Glück und alles Gute. Wir fahren jetzt nach Meckes durch den Drive und... Ach, genau! Bleibt auf jeden Fall dran, denn für uns geht es auch aufs Bushido-Konzert. Ratzfatz hat die Mutter Bushido-Karten noch schnell besorgt. Check. Yes. Abfahrt. So Leute, wir sind angekommen in Köln bei Wellnest. Yes. Waren noch schnell bei Meckes und das wird jetzt direkt bitte alles... Du hast echt dieses geschmolzene Eis gegessen? Oh mein Gott. genau, wir gehen jetzt rein, wünschen uns viel Spaß und ich mache einen Vlog von Wellnest, seht ihr jetzt bei TikTok. Und jetzt heißt es Girls' Day mit... Wir sind angekommen an der Lanxess Arena. Es war ein Kampf. Es war ein Kampf. Aber jetzt sind wir da. Es ist dezent voll. Aber wir schauen jetzt mal, wo wir wie reinkommen. Ich weiß halt auch nicht, wo gehen. Wir gehen jetzt einfach hier. Schauen wir einfach mal. Tränke sind geholt, Leute. Zeig deinen Becher. Der Becher ist so cool. Jetzt geht's auf die Rolltreppe. Abfahrt. So, ich muss sagen, es ist ja immer ein geiles Feeling auf so einem Konzert, oder? Ja, voll. Ey, es ist richtig. Das Konzert war schon. Und das aber Ding ist. Aber packt das richtig ab, Leute. Weil ich so basic und so einfach aussieht und die alle richtig geil aufgetan. Da habe ich gerade eine gesehen, die sah so Bombe aus. Ne? Die hatte so eine schwarze, durchsichtige Strumpfhose mit einfach so einem schwarzen Lederrock und dann so ein Top. Das sah richtig geil. Aber ihr dürft nicht vergessen, das ist eine erwachsene Frau gewesen und du siehst trotzdem wunderschön aus. Ja, weil die sieht so basic aus, auch mit dem Dutten und schon Haare schön haben. Wunderschön sieht Zoe aus. Oder schreibt mal in die Kommentare, dass Zoe wunderschön ist. Und ihr müsst euch mal vorstellen, die ganzen Leute sind für eine Person hier. Ist das krass oder ist das krass? Guck bitte, wie groß. Oh mein Gott. Aber wir haben einen geilen Platz. Für spontan? Ja. Spontan haben wir echt einen geilen Platz bekommen. Muss ich wirklich sagen. So. Abfahrt, auf geht's. Es ist nicht das Können, das fehlt,
sondern die Entschlossenheit. Denn ich hatte die feste Überzeugung, dass ich es schaffen und dass der Erfolg letztendlich auf meiner Seite stehen würde, selbst wenn niemand auf dieser Welt an dich glaubt. Das Wichtigste ist, dass du an dich selbst glaubst. Zusammen. Das stimmt. Aber ja, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wir haben fast die 100.000 Leute. 100.000 auf YouTube. Yes. Also lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch so von uns sehen wollt. Folgt uns auf allen Kanälen. Und deswegen sagen wir bis zum nächsten Mal. Peace out, Leute.